Macht er mit mir? Muss das sein? Können wir anfangen, Stefan? Also der, ich kann anfangen? Okay, also der lästige Typ da hinter mir, der die Brille hier voll sabbert, ist offenbar ein ganz lustiger. Ein Jungpferd von uns, 4 Jahre alt, also gerade angeritten. Und Wallach, er ist ein Giedenberger R1, da sein Vater Wittlinger von Storhofi ist. Wittlinger von Storhofi war ein ganz schicker Scheckhengst gewesen, der hier vor einigen Jahren gedeckt hat. Und die Mutter ist Jakosa. Jakosa ist eine Tochter von Jeppa. Jeppa, eine der alten Zuchtstuten des Gestüts, eine Tochter von Japo Frau Santolveria und der Vater von Jakosa, also der Vater seiner Mutter, ist, wie man jetzt wahrscheinlich schon erahnen kann, aufgrund der Farbe, Soberbio. So, für die aufmerksamen Beobachter unserer Filme, ich habe hier etwas geändert. Gerade bei den Jungpferden finde ich das ganz angenehm, wenn die vorher schon gesattelt sind und ich hier unten nicht noch rumsatteln muss, sondern dann hier etwas mit mehr Ruhe aufsitzen kann. Okay, also, Jamelgo heißt der Freund, 4 Jahre alt. R1 Giedenberger. Dieser Vater Wittlinger, der war selber so ganz nett gewesen, sehr viel Temperament, ganz schickes Pferd, recht gute Gänge, aber nicht überragend, aber schön Tölt gehabt, sehr, sehr peppiges Pferd gewesen und freilaufend extrem schön, beim Reiten selber so ein bisschen begrenzt, aber durchaus rundherum nettes Pferd gewesen, sehr sympathischer Charakter. Und wir haben eine ganze Reihe von Nachkommen von dem in diesem Jahr angeritten, oder einige zumindest. Und die sind alle dadurch aufgefallen, dass sie doch recht angenehme Pferde sind, viel Tölt haben, eher auch viel Takt haben und eher alle leicht zuzureiten waren. Na, Jakosa ist die Soberbio-Tochter, also seine Mutter Jakosa, eine Stute, die wir schon seit langen im Zuchteinsatz haben und zum Beispiel besitzt Malu Hahn eine Tochter von ihr, die in diesem Jahr im Mai bei dem sogenannten Giedenberger Tag, wo wir so verschiedene Giedenberger Materialprüfungen haben laufen lassen, sehr gut abgeschnitten hat. Also ein sehr, sehr schönes Pferd, seine Schwester. Ja, wie man sieht, das Pferd selber hier, der Jamelgo, ist gerade angeritten. Ist schon ein eher waches, aufmerksames Pferd. Also man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ihn zu hektisch rannimmt. Aber für seinen Vierjährigen, das kann man doch bestimmt sehr schön zeigen, was er jetzt hier macht. Hat, wie man sieht, ganz viel Tölt. Findet aber dann so in der typischen Jungpferdehaltung auch den Trab bei Entlastungssitz. Doch wie man sieht, noch keinerlei, kein bisschen in Haltung geritten, sondern nur so, wie ich es jetzt vormache, entlastend, leichte Hand und einfach so in langer Haltung seinen Takt und seinen Rhythmus finden lassen. Logischerweise auch noch nicht viel in der Bahn geritten. Das kann man fast an einer Hand abzählen, wie viel wir diese jungen Pferde auf der Bahn, abgesehen vom ersten Zureiten, auf der Bahn geritten haben, da sie logischerweise es im Gelände viel leichter haben, ihren Takt zu finden und die Gangarten stabil beizubehalten. Versuche jetzt mal gerade so ein bisschen was herauszureiten.
wirklich nicht viel. Aber man kann sich gut vorstellen, wenn der mal ein Jahr weiter ist, im Winter seine Pause nochmal hat, im nächsten Frühjahr dann weitergeritten wird, dass es ein ganz schönes Pferd werden wird. Aber mit Sicherheit auch ein Pferd für den Reiter, der mit einem feinfühligen, sensiblen Pferd umgehen kann. Also der erweckt jetzt im Moment hier einen etwas ruhigeren Eindruck, als er eigentlich ist. Ich kenne ihn eigentlich so vom Anreiten her als ein Pferd, was eher ein bisschen peppiger ist. So, er wird bestimmt kein Pferd sein für den Reiter, der keine Routine hat im Umgang mit Hoho. Ist gut. Mit etwas sensibleren, nervigeren Pferden. Aber für denjenigen, der das kann, ein sicherlich schönes Pferd, angenehmer Charakter, wie man gesehen hat, und sehr schön zu reiten. Man muss halt eben ihm noch seine Zeit geben, die er halt eben braucht, um fertig zu werden.